Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich bin, wie gesagt, immer noch im Urlaub, wie in dem letzten Video zuvor auch. Und ja, ich muss leider hier auch mein Mikrofon so ein bisschen beschissen halten. Das ist nämlich auch ein Mikrofon von meiner Kamera. Deswegen tut es mir unendlich leid, aber wir schauen uns auf jeden Fall Jigsaw an. Ich bin auf Jigsaw, ehrlich gesagt, ziemlich also gespannt und auch interessiert, weil ich möchte gerne die Entwicklung von dem jungen Mann so ein bisschen mitverfolgen. Da Kollege ihn auch gesigned hat, da gab es ja auch wahrscheinlich einen triftigen Grund für. Genauso wie bei Sayed, würde ich sagen. Aber ich bin da ein bisschen vorsichtig, ja. Es gibt ja noch einen albanischen Bruder, den er gesigned hat. Da bin ich auch, wie gesagt, so ein bisschen interessiert, wie der sich entwickelt und wie der junge Mann sich macht. Aber ja, Jigsaw ja vorher, war vorher dran als Signing. Also natürlich nicht vor Sayed, aber vor dem albanischen Bruder. Jetzt hat er natürlich einen neuen Track rausgehauen. Jigsaw, echt. Und lass uns einfach mal reinziehen. Jori GZ, bin mit Schlangen groß geworden, so wie Scorpio von Combat. Stand vom Richter, er gab 4-6, fragt wie ich konnte. Und ich sagte ihm, JTG geht lieber für die Ehre rein. Hört sich jetzt schon ziemlich brutal an, ziemlich aggressiv, was gut ist. Denn ich bin in letzter Zeit so, ja, wie soll ich sagen, so eingestellt auf mehr so wirklich aggressiven, guten Rap. Wie gesagt, Autotune turnt mich derzeit so ein bisschen ab. Obwohl der Track gerade von Summer Jam ging eigentlich. Aber ja. Als ein Leben mit Groupies auf Alkohol, Sex oder Cash für Rhymes. Bin seit mittlerweile 2 Wochen draußen, nichts hat sich geändert. Mach mich nicht auf Banger, du bist Jungfrau, wie Sternzeichen im September. 1 Kilo die Woche gepusht, macht auf. Pa Ein sehr schöner Vergleich hier. Du bist Jungfrau wie Sternzeichen im September. Ich bin auch, wie gesagt, gespannt, wie die Leute den so ein bisschen aufnehmen. Irgendwann mal so in der Zukunft, weil. Wie gesagt, er war ja wegen so gewisser Sache im Knast mit Machetenangriff und bla bla bla. Zwar natürlich hat er positive Likes hier auf dem Track, aber wie kommt er dann als Mensch rüber? Und das ist ja meistens immer wichtig. Ja. Pablo, erwickt du meine Läufer? Bin fit als fit, verteilt Jabs wie türkische Handyverkäufer. Lauf ziellos, du schlagen dir Kilos. Schnell am Ziel, ohne Welle zu machen wie Speedboat. Pilot, der Kopf ist finito. Bullen dreh durch wie Torero, spiellos. Hier bist du wie Harry Potter, weil du mich schlagen rennst. Ah, klingt das fett, Mann. Das ballert so mies in die Fresse gerade. Schöner, aggressiver Rap. Ohne irgendwie, weiß ich nicht, ohne richtigen Pausen. Also brettert richtig gut über den Beat rüber. Kannst sagte wie Colin Ball, steh vor deiner Tür, du sagst nach dem Klopfen, nein, zieh die Maske runter und komm rein. Hol die Packs, ich rieche Angst, deine Rapper, sie machen auf Fest, doch zitter verdammt, ohne Schutzgeld in ihrer City gefangen. Komm in ihre City gefangen. Boah, hört immer diesen Beat an, dieser Beat. Der macht seine Stimme so unnormal brutal, Alter. Ja, der steigert da gerade, Junge. Aber man sieht, der junge Mann steht anscheinend auf Illuminaten, ne? Wenn er so seine Finger kreuzt, sieht aus wie so ein Dreieck. Es gibt 2, 3 Schüsse, wie Mathelehrer, Digga, ich verteil gleich Sprüche. Lehn dich aus dem Fenster wie Drive-By-Schütze. Und niemand wird dich da von meinem Drive-By-Schütze. Yeah, das ist die Ego-Tour. Wir machen viel Geld und leben kurz. Sie schreien am Telefon, beleidigen, kommen zu dir und reden ruhig. Yeah. Deine Freundin, die Hure, Nutter hat JTGZ und jeden durchaus schwarz. Boah, ich muss ehrlich sagen, was ich mir so ein bisschen auffällt, ich habe zwar damit überhaupt gar kein Problem, aber der hat so ein bisschen so irgendwie an der Aussprache, also nicht an der Aussprache der Wörter oder so, sondern so diese allgemeine Aussprache. Ja? Ihr wisst ja, es gibt so einen YouTuber, der macht sich gerade so ein bisschen über PA Sports lustig, der liebe Mois, ja? Mit dieser G Geschichte wie. Ja, ich muss sagen, das war mal eine lustige Aktion. Lache ich mich immer noch so drüber tot. Und man hört, dass der junge Mann sowas Ähnliches auch hat. Und zwar, der macht da so ein komisches, so komisches Dings. Fällt nur so ein paar bei ein paar Wörtern, bei ein paar Betonungen auf. Aber das ist eigentlich nicht so extrem. Aber ich glaube, daran kann man auch auf jeden Fall viel tun. Kollege, man kann ja, sieht man so ein bisschen die Entwicklung von Kollegen anschauen. Man sieht ja auch, Kollege hat auch auf jeden Fall an seiner Aussprache sehr gut gearbeitet. Und der junge Mann muss da so ein bisschen arbeiten. Ich glaube, da kann was werden. Dieser Shit brettert einfach.
finanzieren, bis es durch Steine gebaut ist, so wie eine Lego-Burg. Ich hab gesagt, ich spring Hagen nach oben, doch für die Ehre mein... Hört ihr das, wenn er sagt für, komisch, als wenn er... Also hört mal genau hin. So wie eine Lego-Burg. Ich hab gesagt, ich spring Hagen nach oben, doch für die Ehre meiner Schwester gingen Jahre verloren. Doch lieber sitz ich 15 Jahre, gib Fick auf die Krone. Hört man das so? Bei Ü zum Beispiel, das ist so, es ist keine Kritik von mir. Ich meine, das fällt nur so ein bisschen auf bei der Aussprache. Es ist aber okay, der Beat ist einfach geil, ja. Brettert auf jeden Fall in die Fresse und das ist eigentlich die Hauptsache, auch der Rap. Und was ich geil finde, ich höre bis jetzt kein Autotune. Ich hoffe, das bleibt auch so. Meine Family weinen zu sehen, um Scheine zu holen. Meine Fam, meine Fam. Yeah. Meine Gang, meine Gang. Yeah. Alpha Empire, lebe ich runter wie das Medienkartell. Brettert. Also wirklich, haut gerade um. Das fehlt jetzt gerade den deutschen Rap. Deswegen kam auch der Diss-Track von PA so gut an, ja, wegen diesen Real Talk-Gedöns ohne Autotune. Einfach geil. Ihr könnt mir mal auch so ein bisschen schreiben, was ihr eigentlich davon haltet, den Beef zwischen KC und PA Sports. Was denkt ihr drüber? Ich finde natürlich, also ich wäre glücklicher gewesen, wenn da ein kleines, ich sag mal, musikalisches Battle gewesen wäre. Zwar liebe ich, also ich mag beide Rapper und liebe beide von beiden die Musik, aber trotzdem, das war mir so ein bisschen, ging mir zu schnell alles. GTA, ich bin auf Trevor-Modus, ich kenn das Ton und lauf in die Penner-Wohnung. Deines Bruders, deine hängt im Kinderschänder-Forum. Kunden kaufen Fuffis und wollen Bonus. Doch das geht nicht, denn seit CEO 0,9 rausgekickt hat, sind in den Tüten 0,95 drin, also halt deine Schnauze, du Wichser. Meine Brüder kommen in deine Gegend, machen da Steine Rick. Boah, wenn dieser Beat kommt, so duff, und der junge Mann fängt an zu brettern. Mann, das brettert so krass. In den Tüten 0,95 drin, also halt deine Schnauze, du Wichser. Meine Brüder kommen in deine Gegend, machen da Steine Rick, bauen Dicken und sie warten auf euch. Narben wie Heuhagen erzeugt, voller Zeilen, so als hätte sie nicht Schafe erzeugt. Zombies um mich, ich lebe auf Mayday, bis ich irgendwann durchdreh wie Beyblade. 50 Shades of Grey, wie auf Facegate, ich verdick die Stoffe an meine Fanbase. Und merk dir, wenn du in deinen Track sagst, dass du dich hier mit Kunden gewichst hast. Also man kann sagen, was man will, aber das ist auch nochmal krank. Was ich vorhin auch meinte, mit Sachen wie zum Beispiel, das Ganze ging mir zu schnell in Bezug auf PS Sports und Kiss the Rebel, war einfach damit gemeint, es ging mir einfach diese Beef-Beendigung zu schnell. Es gibt viele offene Fragen, was genau so vorgefallen ist, weil PA hat ja sehr viele Sachen in den Raum geworfen, aus der Vergangenheit, und hat natürlich damit auch KC so ein bisschen konfrontiert, und ich hätte sehr gerne gewusst von KC selber, was da dran Wahrheit ist und was nicht. Hätte mich auf jeden Fall sehr interessiert. Und in einem Track verpackt natürlich. Das wäre geil. Dann auf Schwester Elfer Basis, Digga, ich verteile Tabletten wie Tic-Tac. Narkotik, Mann, droht in den Mittlern, räumt bei dir auf wie Tine Wittler, du Pisser. Sie zwitschern, um Strafe zu lindern. Dein Traum wechselt neben dem Besitzer. Guck, ich komm in Knast, ruf meinen Anwalt an, sag ihn, hol mich raus, Digga, und zwar sofort. Und sie stufen an Klage auf Körperverletzung von versuchten Mord. Boah, ich gucke gerade die ganze Zeit auf die Uhr, ich muss auf jeden Fall gleich los. In 8 Minuten muss ich schon raus. Verdammt, ich muss mir gleich auf jeden Fall das mal auf Spotify. Ich hoffe, das ist gleich auf Spotify. Dann auf dem Flug höre ich mir so ein bisschen den Track genauer an. Meine Gegend ist krank, glaub mir, Digga, du hast hier gar nichts verloren. Von der Zelle in die Charts, Mutter will eine Kiste, Digga, fick Michael Kors. Ich hab gesagt, ich spring Hagen nach oben, doch für die Ehre meiner Schwester gingen Jahre verloren. Doch lieber sitz ich 15 Jahre, gib Fick auf die Krone, als meine Family weinen zu sehen, um Scheine zu holen. Meine Fam, meine Fam, meine Gang, meine Gang. Ich bin mal gespannt, was auch die Leute hier in den Kommentaren schreiben. Das werde ich mir auch auf jeden Fall mal reinkloppen, was sie davon halten. Denn die Leute haben ja auch mitgekriegt, dass der junge Mann auch so im Knast gelandet ist wegen so einem gewissen Vorfall. Also mich auch interessiert, was die Leute so drüber denken. Das werde ich gleich auch auf jeden Fall mal abchecken. Alpha Empire, lebe ich runter wie das Medienkartell. Wir sind echt, der Rest, Plastik und Blech. Meine Gegend, sie brennt, rennt, selbst ist auf in den Weg.
Also hört sich geil an. Schaut auf jeden Fall mal bei den jungen Mann selber bei Alpha Music. Schaut euch das, geht vorbei, schaut euch das an. Besucht es, bildet euch da selber so eure eigene Meinung, was ihr darüber denkt. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Ich wünsche euch tolle Ferien. Ich wünsche euch alles Gute, tollen Sommer. Genießt das Wetter. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.